Ehre. Willkommen in mein Utopia. In meiner Wunschwelt, da können die Menschen Kraft ihres Willens überall hinfliegen, wo sie nur wollen. Sie müssen nicht, dürfen aber gerne laufen oder rennen oder fliegen oder schwimmen. Probier es gerne mal aus, wenn du zu uns kommst. Es gibt dort keine fossilen Brennstoffe für die Fortbewegung, wohl aber fürs gemütliche Lagerfeuer am Abend. Das sind aber nur abgestorbene Ex-Äste. Wir befinden uns auf einer Insel unweit des Festlandes. Da wir Kraft unserer Gedanken jederzeit überall hinkommen, ist es aber egal. Reisen dauert keine Zeit. Wir können jederzeit mit allen Menschen, die wir interessant finden, auf der ganzen Welt ganz real zusammentreffen. Das Internet ist dafür überflüssig. Das war aber ganz praktisch, um überhaupt die Kontakte zu knüpfen im Vorfeld. Da haben wir nämlich die Kontakte zu Gleichgesinnten gefunden. Und wer sind denn die Gleichgesinnten? Na, das sind Menschen, die wie ich dieselben Vorstellungen vom Leben in einer gleichberechtigten Gesellschaft haben. Wenn du dich dazu entscheidest, bei uns einzuziehen, dann kannst du das gerne im Plenum einbringen. Wir sind derzeit eine Gemeinschaft aus 40 Erwachsenen und 10 Kindern. Anthea ist gerade schwanger und wird ihr Baby in 2 Monaten bekommen. Wer der Vater ist, ist eigentlich nicht so wichtig, denn wir alle kümmern uns gemeinsam um die Kinder. Überlege es dir bitte vorher, ob du gerne mit Kindern zusammenlebst. Wenn nicht, solltest du besser eine andere Wohnform besuchen. Wir haben zum Beispiel gute Freunde, die früher das Burning Man Festival in der Wüste Nevada in den USA betrieben haben. Das sind eher Hedonisten, die gerne feiern, aber nicht so viel mit Kindern anfangen können. Wir treffen alle wichtigen Entscheidungen im Plenum und verhandeln so lange, bis wir eine Lösung haben. Dafür müssen wir natürlich auch Kompromisse eingehen. Da wir den Kapitalismus überwunden haben, gibt es keine lohnabhängige Arbeit mehr. Natürlich kannst du dich aber jederzeit mit Arbeit in unserer Gemeinschaft einfügen. Nur halt hat das Geld seinen Wert verloren. Unsere kleine Gemeinschaft auf der Insel lebt in einer Art modularem System, Haussystem, in dem jeder oder jede ein eigenes Modul bewohnt. Es ist bei Sonnenschein ausklappbar, sodass sich die kleine Wohnfläche verdoppelt. Die Zimmermodule haben eine ungefähre Größe von 12 Quadratmetern. Du findest das klein? Unserer Meinung nach brauchen wir die Zimmer ja nur für Momente der Privatsphäre. Wenn wir mal keine Lust auf die anderen haben. Da können wir aber auch immer an den Strand gehen oder in den Wald. Am Boden befinden sich unsere Begegnungsstätten, also die Küche, das Bad und die Werkstätten. Wir versuchen alles selbst zu machen. Die Materialien bekommen wir von unseren Freunden. Die Baumwolle von freundlichen bewirtschafteten Feldern in Ägypten, Aluminium aus Jamaika und, und. Unsere Energie beziehen wir aus Gezeitenturbinen, die wir ins Meer gebaut haben. Ein Meeresströmungskraftwerk, das aus natürlichen Meeresströmungen Elektrizität erzeugt. Es wird dabei nicht, wie bei den meisten anderen Wasserkraftwerken, ein Stauwerk errichtet, sondern die Turbine, eine Gezeitenturbine, steht ähnlich wie eine moderne Windturbine mit einem Mast frei in der Strömung. Da unsere Community nicht sehr groß ist, brauchen wir auch nicht so viel Strom, weshalb die Turbine klein sein kann und die Meeresbewohner nicht so sehr stört. Wir haben keine Computer und auch sonst wenig Geräte, die mit Strom betrieben werden. Musik und Unterhaltung besorgen wir uns selbst. Wenn du also ein Instrument spielst oder Akrobatik kannst, dann können wir zusammen eine Show machen. Unsere Tage sind immer unterschiedlich. Ganz früh, so bei Sonnenaufgang, da gehen manche von uns jagen oder fischen. Die anderen
stehen so gegen 8 auf spätestens und dann trinken wir Tee zusammen. Erstmal. Und Sibylla, unsere Fee, die besorgt so eine Art Morgenkreis. Das ist so was religiös angehauchtes. Ich kenne mich da nicht so aus, aber das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Da bedanken wir uns so für die Sachen, die wir haben. Danach überlegen wir, was wir alles zu tun haben. Und das, alle Sachen, die zu tun sind, erledigen wir bis mittags. Ja, bis es mittags ein Mittagessen gibt, das auch wieder von immer jemand anderem zubereitet wird, für alle. Und danach ist Zeit so für die Hängematte, zum Faulenzen, zur Kontemplation. Und da kommen uns die besten Ideen. Zum Beispiel habe ich mit meinem Freund Jonjon eine Erfindung gemacht, oder wir sind gerade dabei, einen Fluxkompensator zu erfinden, der uns in der Zeit reisen lässt. Ne? Nur sind wir gerade ein bisschen abgekommen von unserem Plan, weil wir wissen gar nicht, in welche Zeit der Erdgeschichte wir zurück wollen. Weil eigentlich ist es nirgends so schön wie bei uns hier in Utopia. Wir haben uns überlegt, wo in der Erdgeschichte wollen wir eigentlich hin? Und da sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es eigentlich nirgendwo jemals in der ganzen Geschichte der Erde so schön war wie bei uns hier in Utopia. Und das bringt mich auf den Gedanken, weil wir haben es ja gerade erst geschafft, die Erde zu retten. Das wäre nicht blöd gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Im ganzen Solarsystem oder im ganzen Universum gibt es leider keinen anderen Planeten mehr, der so toll ist wie unser, also für uns Menschen so toll ist. Was denkst du denn, was wir dann gemacht hätten?